Ja, Stefan, ja, geht. Ein Lump bist du. Ja, ein richtiger Lump. Noch keine 14 Jahre und schon so ein Lump. Ja, wir sind Stille Hunde und wir machen hier gerade eine Produktion, wo wir ein Hörspiel aufnehmen vom Stück Die Besserung. Ja, Mutter, da hast du einen schönen Lump auf die Welt gebracht. Was hast du dir eigentlich gedacht dabei? Gehst nicht in die Hitlerjugend, sondern treibst dich herum auf der Straße. Das Stück ist ein Text, der vor über 10 Jahren entstanden ist in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte in Moringen. Und der dient jetzt als Basis für diese Hörspielproduktion. Tja, rassekundlich betrachtet einwandfrei. Arischer Typus. Und dennoch nach Aktenlage im engeren Sinn als frühkriminell zu bezeichnen. Tendenz zu sittlicher Verwahrlosung. Sexuelle Orientierung unklar. Wir kamen auf die Idee, dieses Stück jetzt als Hörstück einzusprechen, weil der Stefan Schmidt mit Friends of Green Sonic eine besondere Aufnahmetechnik hat, die dem Stück sehr entgegenkommt. Stefan, kannst du mir noch mal kurz erklären, was das Spezielle an dieser Aufnahmetechnik ist? Es sind prinzipiell zwei Komponenten. Du hast zum einen vorne den Kunstkopf, das sind in den Ohren die Mikrofone eingebaut und diese beiden Mikrofone hören wie ein normaler Mensch. Und diese Signale werden dann quasi weitergeleitet zu dem Aufnahmerekorder. Das ist ein spezieller Rekorder, der eine 96-fache CD-Qualität hat. Das heißt, die Kombination aus beiden, Kunstkopf mit dem 3D-Effekt plus der hohen Auflösung des Rekorders, erzeugt ein extrem authentisches Klangbild. Das heißt, wenn man dieses Hörspiel als Hörer dann zu Hause wahrnimmt, auch mit schlechterer Qualität, hat man trotzdem nach wie vor den authentischen Eindruck des Kopfes, der hier vor Ort steht. Das heißt, man ist von den Schauspielern umgeben und hat den Eindruck, die bewegen sich gerade neben mir und stehen im Raum und also extrem authentisch das Ganze. Und da die Hauptperson in dem Stück, der Franz, nie zu Wort kommt, hat der Zuhörer jetzt den Eindruck, wenn er sich das Stück anhört, dass er dieser Franz ist und auf ihn wird dann jeweils eingesprochen. Deine arme Mutter, geheult hat sie die ganze Nacht. Dabei hat sie schon an den Nerven. Jeden Tag geht sie in die Fabrik, steht an der Maschine, bis ihr ganz schwindelig wird und ihr wieder die Hände zittern. Schau wieder, Mutter, wieder die Hände zittern, weil du so ein Lump bist. Ja, wir hatten das große Glück, dass die AKB-Stiftung in Einbeck uns das Geld dafür gibt, um die Produktion zu realisieren. Und damit ist es möglich, dass dieses Hörspiel, das entsteht, nachher allen Interessenten kostenfrei als Download zur Verfügung steht. Ich empfehle strengste Beobachtung und bei günstigem Befund die Verlegung in den Block der Erziehungsfähigen. Der Versuch erzieherischer Einwirkung erscheint mir aussichtsreich und so weiter und so weiter.